Warum ist die Schaukel? And when you look at the house, at that history of imagination and stubbornness and madness, any of it seems possible. Hier ist dann wohl Kelvin runtergestürzt. Und sowas. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Hm. Aber wahrscheinlich niemand anderes. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. Oh, nee. Three of the gerbils are mine, and two had been my fault. So Lucy war ein Hund. 13 Jahre. Daisy. Charlie war eine Katze. Tucker. Coco, Zoe, Derpy Junior, Derpy, Burpy, Chirpy, Furpy, Lurpy, Zerpy. Und ein Fisch und ein Hase. Ein Bailey. Christopher, der Fisch. Shadow, die Katze. Schatzi, Oliver, Bob. Was war ein Bailey? Das ist ja ein Riesengrabstein. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Barbara Finch, geboren 31. Oktober 1944, gestorben 31. Oktober 1960. Wie gesagt, 16 Jahre. Walter Finch, 26. August 1952. 31. März 2005. Er hat wahrscheinlich am längsten gelebt, könnte man fast sagen. Eddie Finch. 1917 bis 2010. Okay, ja, sie hat wahrscheinlich am längsten gelebt. Sven Finch. 15 bis 64. Calvin Finch. 50 bis 61. 11 Jahre. Molly Finch. 10 Jahre. 37 bis 47. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Ah, das Haus von Odin. Und das ist Edie und Sven, glaube ich. Auf dem Schiff. She could see it poking out of the water at low tide. Ach so, das ist das Haus. Jetzt, das ist das Haus von Odin. Jetzt sehe ich's auch. Edie said she dreamed about the old house every night. Dem Schiff kamen sie ja hier, also mit dem Haus, Schiff, Schiffhaus, dem Haus auf dem Schiff kamen sie ja hierher. So kam Odin hierher. Aber leider. Es ist ja gesunken. Können wir hier sonst noch was machen? Nicht, oder? Nee. Also erstens, schönes Denkmal. Edie's side was always easier for me to understand.
sind sogar noch mehr Grabsteine. The more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Sam Finch, 1950 bis 83. Mit der Amerika-Flagge gehe ich mal davon aus, dass er vielleicht eben im Krieg gefallen ist. Gregory Finch, 76 bis 77, ein Jahr. Ein Jahr. Gus Finch, 69 bis 82. 13 Jahre. Und er wurde 33. Das hier ist bloß eine Bank? Ja, das ist eine Bank. Einfach ein Haus mit dem Friedhof. Sanjay Kumar. Was ist denn das? 66 bis 2002. Louis Finch, 88 bis 2010. Milton Finch. Geboren 92 und keine, also kein Todestag, weil man nicht weiß, ob er noch lebt oder nicht. We never found Milton's body. So my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Schöne Idee. Ein Monument. Ich meine, man weiß ja nicht, vielleicht lebt er ja irgendwo. I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. Was ist wohl mit der Mutter passiert? But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Oh. Gefährlich. Okay, das ist die Garage. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Schon ein bisschen unheimlich, wenn ich ehrlich bin. They were both pretty intense. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Die Frisur links vom Kind. And war. West Marines, Sam. 33. Use this envelope to order reprints and enlargements. Ein Selfie. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Orient Range Trail Map. Please just take the damn picture. Hey! Language! I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. I'm
I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Muss ich schon sagen. Not have drunk all that coffee. Muss es killen. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing. Aww. Nothing quite like being outside. Hey! Oh ne, jetzt habe ich was verpasst. That's a keeper. Wahrscheinlich hätte man ihn fotografieren können. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don. Dad! Good eyes, Don. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Just breathe. Trying to believe. Look behind you. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! Oh, was? Oh, nee. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Ach so. Oh shit, das wird nicht reichen. Dad, it's twitching. I think that's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about it. Dad! Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Dann ist es wohl doch nicht der Krieg. Oder die Army, besser gesagt. Nicht schön. Aber wenigstens ist er bei etwas gestorben, das ihm gefallen hat. Und Spaß gemacht hat. Man muss es wenigstens Instead so of hiding sehen. From death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Die Katze. Okay. Airline Ticket, Kai Finch. Sonst können wir hier nichts anschauen. Gar nichts. Sieht nicht so aus. Na, dann geht's wohl hier weiter. Durch den Dachboden. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Finch Control.